Software. Das viel wichtiger. Ich habe doch alles geklärt. Habe ich doch alles geklärt. Ja, warum leidet du das? Weißt du, was das Ding ist? Ich hatte noch nie einen Streit mit Manuelsen. Ich habe noch nie was Falsches getan. Bruder, ich weiß nicht, wieso er so redet. Hey Bruder, wir haben doch schöne Worte gesagt gerade, ja? Wir wollten ihn aufbauen. Wallah, wir haben nur schön geredet. Und wenn du als ein erwachsener 47-Jähriger oder wer du auch immer bist, im Internet denkst, dass du cool bist, weil du Hund sagst, Bruder, mach deinen nächsten Kampf mit mir, ich küsse dein Herz. Wallah, komm, ich küsse deine Seele. Oder entweder ich mach Livestream. Bruder, ich mach Livestream, komm. Ist alles gut. Ich zahle dein Geld. Ich zahle deine Gage. Aber wieso redest du so? Ich hab, Bruder, du hast mein Kind gehalten. Wallah, du hast gegen einen bösen Mann gekämpft, wie du gekämpft hast. Ich küsse dein Herz, Bruder. Komm, lass uns Livestream aufstellen. Lass uns Livestream aufstellen. Ich gebe dir 40k. Wallah, komm, mach ein Livestream. Ich gebe dir. Ja, der redet über dich, ja. Wir haben nur gute Beine geredet. Wir sind gerade auch in unserem Stream drin. Schau, ja, Manuelsen, komm rein, Bruder, ja. Wir wollten dich aufbauen, Bruder. Wir wollten dich motivieren, Bruder, ja. Wir wollten dann eigentlich aufmuntern und sagen, alles wird gut. Wir wollten dich motivieren, Bruder, ja. Bruder, was ist das für ein Film, Alter? Wir sind alle erwachsen. Hast du gerade gesagt, du gibst 40.000? Welche? Ja, ich meinte so, wenn der mich als Hund beleidigt und so, Bruder, dann soll... Hä, ich verstehe gerade gar nichts. Entweder meint er uns, also dich, oder... Oder wir reden gerade aneinander vorbei. Doch, er meint uns, Bruder. Bei mir gibt es keine Kommentare, weißt du, ich meine? Gibt es nicht diese Screenshots und der kann da gucken und alle können sich freuen. Er soll sagen, wo er ist, er soll sich sein Geld in seinen Arsch stecken. Diese 40k sollte man lieber Maestro geben. Ja, der meint dich. Der hat gesagt, du sollst sagen, wo du bist und so. Aber Bruder! Es ist schon jetzt hin. Jetzt war Schluss. Hä? Was denn? Doch, der meint dann dich, weil er hat gerade Maestro gesagt. Er meint dich, wen sonst? Ja, aber Bro, guck mal. Mit Maestro. Oder schalt mal dieses Gay-Stream aus einfach. Bitte mach die Scheiße aus. Wallah, mit Güte kommt man in dieser Welt nicht weiter. Schalt mal das aus, Wallah. Ich fix seinen Stream, Alter. Ich fix seinen scheiß Kampf, Alter. Denn ich gut geredet habe, obwohl er gekämpft hat wie ein kleiner Keck, Alter. Wallah. Ich küsse dein Herz, Alter. Ich komme hier live vor 5000 Menschen und beschütze dich, weil jeder auf deinen Kopf tretet. Sag Manuel, Bruder, ich weiß, dein Freund ist gerade in diesem Stream. Wir haben gut über dich geredet. Wir haben uns nicht über dich lächerlich gemacht. Wir haben gesagt, diese Memes, die gemacht werden, die Ding, das ist für uns. Das ist für uns sogar beschämend. Ja, nee, ich kann nicht mal darüber lachen. Wir haben gesagt, komm in unser Stream und lass zusammen chillen ja, Bruder, schön miteinander. Wir wollten dich aufbauen. Wir wollten den Leuten ein anderes Mindset geben, ja? Wir wollten einfach nur alle schlecht hinter uns lassen. Bruder, du kommst über dich schlecht und sagst irgendwas. Die ganzen Leute reden über dich schlecht, wir reden über dich gut. Verwechseln nicht Dings alle, wir sind freundlich zu dir, ja? Bruder, was du denkst, egal wie du über einen Menschen redest, sogar ein Obdachloser wird dich ficken, wenn du ehrenlos gegen ihn redest. Wallah, er gibt dir einen Stich, egal wer du bist. Bruder, respektiere jeden Menschen, ich habe dich respektiert, egal wie du über mich geredet hast. Du hast beschissene 10 Jahre lang im Internet geredet, dass du jeden irgendwas auf und zu machst und hast gekämpft, wie du gekämpft hast. Steck deinen Hass gerade, denn du hast in dein Arschloch. Verstehst du mich? Ich habe keinen Hass gegen dich, ich war nett zu dir. Als du in meinen beschissenen Formaten warst, wollte ich dir nur helfen. Ich wollte dir nur helfen. Aber dann war ich der, der euch kein Geld gegeben hat, damit ihr bei mir in Formaten seid. Okay, also sollte ich für Brüderschaft Geld geben wieder. Auch da, ich küsse dein Herz. Glaubst du der Scheiße, die du erzählst selber? Chalas, diese ganzen Kelps im Internet reden, wie sie wollen. Aber glaubst du der Scheiße, die du erzählst? Bevor du kamst, hattest du wie viele Abonnente? Als du gingst, hattest du wie viele Abonnente? Das ist der Dank dafür, dass du Hund sagst. Wer bist du? Ein 50-Jähriger, der Scheiße im Internet redet? Ich küsse dein Herz, Bruder Sabr. Du musst nicht wissen, wo ich bin. Hier ist VE GmbH. Essensnummer hast du auch. Komm jedes Mal, wenn du willst, in dieses Büro. Ohne 50 Leute. Wir kommen ohne 50 Leute. Willst du eine Immobilie kaufen? Hier, komm, kauf Immobilie. Ich arbeite ganz normal. Du hast mich einfach so unnötig beleidigt. Wozu? Wozu, Bruder? Wozu? Wir haben dich nur beschützt. Voila. Wir haben dich nur beschützt, wir haben nur gut über dich geredet und wir haben dich freundlich eingeladen. Unser Prophet hat gesagt, wenn du mit einem Bruder einen Streit hast, dann lass keine Nacht vergehen. Und Wallah, ich war traurig, dass wir beide Streit hatten, ich und du.
Oksum Billah, ich war traurig, dass wir beide Streit hatten, weil ich nicht verstanden habe, wieso wir Streit hatten. Wir hatten damals Streit, weil ich dir einmal gesagt habe, Bruder, du weißt, Sinan, unser Mikrofon, du bist jetzt live mit dem, obwohl du selber Scheiße geredet hast über ihn. Was ist jetzt los? Mehr habe ich dir nicht gesagt. Wir hatten noch nie Differenzen. Egal, was du im Internet erzählt hast. Wir hatten noch nie Differenzen. Wallah, und ich habe für dich nur Liebe. Ich hatte für dich nur Liebe, Bruder. Immer. Wallah, ich hatte immer für dich nur Liebe. Auch heute bin ich mit Liebe gekommen und ich wollte ganz normal dich liebevoll hier einladen und währenddem diese ganzen Scheißkinder dich auslachen, wollte ich dich in Schutz nehmen. Wallah, Oksumu Billah, ich bin ein Hundesohn, wenn ich hier kam, um dir weh zu tun. Ich kam hier hin, um dir zu helfen, weil mir das Leid getan hat, wie sie über meinen Bruder reden. Du bist trotzdem mein Bruder gewesen. Wallah, du bist trotzdem mein Bruder gewesen. Und du redest so. Wieso redest du so? Brauchst nicht so zu reden, Wallah. Er will rein? Okay, komm. Wenn du hier reingehst, schrei nicht wie ein Tier und red normal. Genau wie ich mit dir rede. Er will nicht rein, er ist gerade offline gegangen. Na, jemand sagt, er wollte rein. Ich glaube nicht, dass er rein wollte, er ist offline. Oder er ist gerade offline. Aber oder? Ich verstehe die Reaktion gar nicht gerade. Gar nicht. Manuelsen? Gar nicht. Wallah, wir waren nur hier, um gut darüber zu reden, weil ich gesehen habe, du hast dein Instagram deaktiviert. Wir kennen uns privat nicht, persönlich nicht, aber trotzdem, ich habe dich als Person immer gefeiert. Ich fand dich lustig, sympathisch. Deswegen, wenn ich sowas sehe, ich weiß, du bist Muslim, Alhamdulillah. Wir wollten hier gut über dich reden. Wir wollten über diese ganzen Memes die Leute aufdecken. Ja, nee, dass es männlich ist, in den Ring zu gehen und nicht was anderes. Es ist nicht unmännlich, in den Ring zu gehen. Du hast für die Afrikaner gerade gestanden, weil du hast dich bedroht gefühlt. Von diesen Sprüchen, die gekommen sind. Und fertig. Und mehr haben wir nicht gesagt. Wallah, wir wollten Wallah zu dir stehen. Wir haben nur positiv geredet. Ich verstehe nicht, wieso du beleidigt hast, Bruder. Wallah. Wir wollten dich nicht beleidigen. Schau auf Koran. Ist alles gut, Wallah. Ich küsse deine Seele. Deswegen, Bruderherz. Egal was ist, wir sind immer da. Egal was ist. Du hättest einfach so hier kommen können mit uns und normal reden können. Verstehst du? Aber schade, Bruder. Küss dein Herz. Wallah, auch gar keine Laune jetzt, Bruder. So komplett keine Laune. Weil ich wollte denen eigentlich was Gutes geben, Bruder. Weißt du, ich meine, ich wollte mit dem gut reden. Wallah, mehr nicht. Macht mich schon traurig, Wallah, Billah. Schon schade. Egal, Bruder. Mach dir keinen Kopf. Ich sag dir noch den abschließenden Satz, Manuelsen. Nach dieser Niederlage, bau dich auf. Wallah, du schaffst alles, Mann. Sink nicht in die Depression. Deaktivier nicht deine Sachen. Sieh diesen Hate ins Gesicht und dreh diesen Hate in Fans. Diese Hater sollen Fans werden von dir. Und fertig. Ja, ne, bau dich auf und mach den nächsten Kampf. Nimm jeden auseinander, der vor deine Füße kommt. Und fertig. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wenn ich das falsch gesagt habe zu dir aus Wut, weil du mich Hund genannt hast, mit diesem Kampf und 40.000 Scheiß drauf, Bruder. Verzeih mir, wenn ich dich dabei traurig gemacht habe. Ich küsse dein Herz. Salam alaikum, Mann. Aber ich werde mit dir nicht mehr so auf diese freundliche Art. Ich will gar nichts mit dir, weder gut noch schlecht, okay? Ich habe es versucht, auf süß, mehr nicht. Ich küsse dein Herz, Bruder. Assalamu alaikum. Hamid, Bruder, passt auch auf dich auf. Assalamu alaikum, Bruder.